Was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf dem Kanal. Und ja, wie ihr erkennen könnt, spielen wir heute Bright Memory zusammen. Komplett blind, also ich habe keine Ahnung, ich habe nur hier und da mal ein paar Bilder gesehen. Es soll wohl auf jeden Fall, ja, sehr Slash-lastig zur Sache gehen, sage ich jetzt einfach mal. Und ich habe gerade mal so ein bisschen die Lautstärke vom Spiel angepasst, weil es brutal laut war. Ich hoffe, das klappt jetzt so alles, wie ich das mir vorgestellt habe. Die Story soll wohl, ja, eine knappe Stunde gehen. Deswegen werde ich das ganze Ding jetzt in einem Take aufnehmen und durchspielen. Aber ich habe keine Ahnung, wie lange ich dafür brauchen werde. Das heißt, es kann sein, dass das ganze Ding in mehreren Folgen kommt. Oder wie gesagt, als ein und dasselbe Ding. Und es sieht ja jetzt schon mega krass aus. Und ich sag euch am Anfang, schaut euch dieses LP an. Schaut euch die Grafik an. Schaut euch alles an. Und habt dabei im Hinterkopf, das ganze Ding wurde von einer einzigen Person entwickelt. Mehr sage ich nicht. So, Early Access Ending for Bright Memory. We want to thank everyone for showing your support by purchasing Bright Memory. Early Access for the title is coming to an end. Those of you who have purchased Bright Memory before the release of Bright Memory Infinite will be receiving Bright Memory Infinite free of charge. Da freue ich mich auch schon auf jeden Fall mega drauf auf das zweite Kapitel. Das werde ich auf jeden Fall auch LP'en. Aber es wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis es kommt. It has not been yet decided how the software will be distributed. Englisch auf jeden Fall on point. Distributed. The content of the early access game column will be preserved, but updated content will be transferred to the new Bright Memory Infinite. Lastly, we would like to thank once again all of you who purchased Bright Memory during the early access stage. With this latest update, we have added a new character skin. So please be sure to check it out and we hope you like it. Ja, so sieht unser Charakter auf jeden Fall aus. Ja, no pass records found, woran das wohl liegt, ne? Ich habe es auch noch nicht gespielt. Wir können noch mal eben in die Optionen reinglotzen. Browsing auf jeden Fall aus. Das sieht sehr gut aus. Language. Dann sollen wir jetzt auf Chinesisch, Japanisch, Englisch spielen? Ich habe keine Ahnung. Wir lassen es mal auf Englisch. Fortfahren. Yes, sir. Ja, dann seht ihr wenigstens mal, wie das ganze Ding beim Booten aussieht, nämlich genau so. So, press enter. Ja, das brauchen wir jetzt nicht nochmal zu lesen. Wir haben es auf Englisch jetzt schon gelesen. Kann man sonst noch irgendwas einstellen? Untertitel auf jeden Fall an. Ja, wenn dann auch richtig, ne? Blickfeld 90. Hätte zwar jetzt mal gerne eine Vorstellung, aber wir machen mal auf 110. Zielen. Wie, alles auf umschalten. Ja, das mache ich auf jeden Fall aufhalten. Ja, das auf jeden Fall nicht. Finden kann man eigentlich auch auf Halt machen. Das glaube ich mir persönlich lieber. EMP Lichtschwert, Wurfhaken. Ja, haben wir alles verinnerlicht? Kack drauf, wir starten jetzt einfach. Ja. Also schaut euch alleine schon diese krasse Grafik einfach an. Und das ganze Ding von einer einzigen Person entwickelt. Also Props gehen auf jeden Fall an den Boy raus. Ich bin mega gespannt. These two worlds are connected like a pair of twins.
For one to survive, the other must be sacrificed. Shelia, have you found anything? Just a special ID card. Nothing else that I can see. Roger that. I'm on my way. Keep in touch. Keep firing. It's so unstable. I need to hurry up and stop the teleporter. Ja gut, ich wollte eigentlich die Waffe aufnehmen, aber danke dafür. Keine Erkenntnis, ID konnte nicht verifiziert werden. Achso, das ist ein Schlagzeug. Ich dachte, das wäre ein Spielhinweis. Das geht auf jeden Fall nicht auf. Ach, Heck. Ha! Shelia, an unidentified unit is heading toward the laboratory. Okay, es ist auf jeden Fall immer noch echt saulaut. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Falls nicht, genießt einfach nur das Gameplay. Shelia, are you okay? Ein bisschen. The situation isn't very good. Hang on, I'll be right there. Ich kann nicht schießen, Mann. Focus fire position. Hurry up! Keep firing! Warum schießt denn die Waffe nicht? Das war jetzt ein bisschen dumm. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ah, jetzt geht's. The situation isn't very good. Hang on. I'll be right there. Wie viel schluckt der denn? So this is the control system. There may still be time. Huh? Oops. No way. Long time no see, Shelia. Carter, why are you... I advise you to stay out of this matter. Wake was as stubborn as you are. What the hell happened here? Ey, das Spiel ballert direkt rein, ne? No joke, Alter, da ist nichts mit Schmuse-Intro oder so. Da wird direkt voll Gas gegeben. Ja. Krasser Shit, ey. Aber ohne Witz, kaum hat die Alte gerade die Waffe in der Hand gehabt. Ich hab sofort auf Schießen gedrückt, Leute. Naja, schauen wir mal. Aber ey, es bockt jetzt schon, ne? Und ich find's auch gut, dass unten links angezeichnet wird, was du immer drücken musst. Wie beispielsweise Lichtschwert etc. Das ist echt gut. Could this be the floating island hidden at the North Pole? What's that light? It's the light from the lab. I'll go check it out. Ich hab mich gerade gar nicht gesehen. It looks like someone used to live here.
Okay, dass man halt zwei drücken muss, ist kacke. Zum Waffen wechseln. Ja, Mahlzeit. Es geht ab. Der reißt uns jetzt auch noch an, ne? Leute, Alter, was für eine krasse Action einfach. Fähigkeiten, Wartezeit, Zusatzfunktion, Vollabwehr, Plünderer. Passive Fähigkeit erholen, erhöht erhaltene XP, ermöglicht Luftangriffe, erhöht Sprintgeschwindigkeit, reduziert jeden Schaden. Erzeugt ein Kartierfeld, das die Bewegung von Gegnern stoppt. Ist nicht verkehrt, aber ich habe sowieso nur 90, also kann ich das gerade so wie es an, müssen wir auf Stärke mal hier was machen. Es geht auch ehrlich gesagt nur das, ne, oder das halt, aber okay, also entweder schneller sprinten oder Luftangriffe. Ne, dann machen wir lieber, ne, ganz ehrlich, wir warten einfach. Immer der erste Reflex, ballern. Erst schießen, dann nachfahren. So kennen wir das, ne? Space während Sprint. All these soldiers remains. What happened here? Okay, hier wird wieder gekämpft jetzt. Oh shit, an ambush. Warum seid ihr so groß, Alter? Ernsthaft? Okay.
Bruder, ich bin in absoluter Perfektion ausgewichen. So there really is a substance that can regenerate life. Just like the doctor said. Der hat nicht gekippt. Was ist denn los mit euch? Alter, ist das eine Action? They're finally down. But how do I get out of here? Oops. The murals on the wall must be connected to these symbols on the ground. Ah, Batman. Was? Untersuchen Sie die rotierende Plattform? Wie denn? Indem ich draufklopfe oder was? Ups, scheiße. Lichtschlag. Druckwelle. Ja, gut, dass das jetzt gerade das übertönt, aber. Danke dafür. Ich glaube, das Ding kommt am Ende runter und macht den Boden auf oder so. Okay, also ich soll den Scheiß hier untersuchen. Aber wie? Symbols on the rotating disc must be the key. How does this work? Gute Frage, nächste Frage. Vielleicht. Ich hab's andere Vermutung. Nein! Okay. Wie kriege ich jetzt den da hinten hin? Indem man den. Bin auf jeden Fall ein absoluter Rätselmeister. So, das sieht doch sehr schön aus. Also, das hatten wir ja schon geglotzt, ne? Reduziert jeden Schaden. Erhöht halt ein XP. Ist vielleicht auch gar nicht schlecht, ne? Damit du halt schneller farmen kannst. Oder halt besser gedeckt bist. Gut, den Gegner schweben lassen, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wir können ja das machen, weil dadurch können wir halt schneller auch den anderen Kram weichern. Also macht das schon am meisten Sinn, erst den Bums zu machen. It's dark in here. I need to turn on my flashlight. Ah. Hä? Hat Schaden gekriegt oder so? Das hat sich irgendwie... Ah ja, egal.
Okay. Egal. Is that Carter's men? It looks like they've found the beam too. I have to hurry and catch up. Der Kollege aber jetzt nicht unbedingt eine Lücke reinmachen müssen. Okay, ich weiß auf jeden Fall schon mal, dass ich nicht zurück in Deckung kann. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Okay, aber sorry, der Speicherpunkt ist aber Rotze. They're finally down. But how do I get out of here? Also der Speicherpunkt ist ja mal über Rotze. The murals on the wall must be connected to these symbols on the ground. These symbols on the rotating disc must be the key. How does this work? Ich bin so fucking genial. Nailed it. Okay. Hä? Verliere ich alle XP oder was? LOL. Oh mein Gott. Wie assi ist das denn? It's dark in here. I need to turn on my flashlight. Wo ist diese hässliche Schlange, Mann? Hier hätte er eigentlich einen Speicherpunkt hinsetzen können. Is that Carter's men? It looks like they found the beam too. I have to hurry and catch up. Alter Falter. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht wieder da anfangen. Bitte nicht, ey. These monsters don't seem very friendly. Yeah.
bitch. This cave is about to collapse. I have to find a way out of here. Ja. Warte mal, ich kann den Bums keine freischalten. Was los, Bitches? Kommt her. Okay. Kann ich das mitnehmen? Oh. Achso, ich dachte, ich kann das Ding mitnehmen. Voll das geile Schwert, Mann. This looks like a secret passage. Ich habe ihn nicht gesehen, dachte, er wäre ein Gegner, Mann. The reaction is growing more and more intense. Is this the lost forest the doctor mentioned? A person? I have a bad feeling. Er ist höchstens ein Homo-Fürst, Alter. Der geht ja richtig ab. Was ist denn los mit ihm? Richtig passiv-aggressiv. Wurde bei der schon. Der ist nicht mehr passiv, der ist schon aktiv, Alter. Krass. Wie er direkt pisst ist. Here he comes. Junge, was ist denn mit ihm? Was geht mit ihm ab? Ey Junge, der steht 5 Meter von einem entfernt, plötzlich steht der vor dir. Ach so, okay. Wuhuhu, knapp. Thank you.
Wow. Der ist motiviert, Mann. Here he comes. Ah ja, sie bringt schon was, aber sie bringt halt nicht viel. Looks like my bullets can't pierce their armor. Meine Fresse, Alter. Ey, 35 Minuten, Alter, und schon so ein krasser Typ, Alter. Ja. Jetzt haben wir alles, ne? So an XP und so. Krasser Shit, Alter. So, dann schalten wir mal den Bums frei und den Bums schalten wir dann nicht frei. Wir haben nichts anderes außer das. Leer. Leer. Belastend. An air serpent? What is it doing here? I have to hurry toward the light.
Ja, das war ja jetzt sehr erfolgreich, würde ich sagen. Oder schlimmer ist, ich glaube, jetzt ist hier wieder alles weg, ne? So mit Plünderer, alle Credits. Aber wenigstens habe ich wieder Muni. Nee, ist doch diesmal geblieben. Aber warum ist es beim letzten Mal nicht geblieben? Okay. Naja, nice. War alles geplant, Leute. Ich wusste das vorher. An Air Serpent? What is it doing here? I have to hurry toward the light. Like he's controlling the black mist. I think I can get down safely. Oh shit, it's starting to collapse. Oh, ich wunderte mich schon, warum die Alte nicht loslässt. Ja klar, ich habe vergessen, Leertaste zu drücken. Ey, das Spiel bockt so unfassbar krass, Alter. Holy shit, ey. Genauso geil, wie ich es mir vorgestellt habe. An Air Serpent? What is it doing here? I have to hurry toward the light. Was glotzen? Okay. It looks like he's controlling the black mist. War ja auch ein Ding, wenn man jedes Mal alles neu macht. Oh shit, it's starting to collapse. Ich habe auf jeden Fall Q gedrückt. Ich weiß nicht, was da los war. Uh-oh, it's gonna collapse. I have to run. The exit's up ahead. I gotta hurry. Fuck, it's her. Don't let her get away. Touching. Manchmal klemmt das aber auch. Im Visier. The crane and the underwater tablet must be related.
I'll try going up. Versuche den Kran. Naja, aber erstmal dahin kommen. Dafür muss ich aber erstmal dahin kommen. Carter seems to have left. Why did he give up on solving the puzzle? Ja, also ich muss da hoch. Erstmal das schon ausmachen. Guck mal, da ist auch direkt das Ding jetzt angekoppelt. Oder muss ich wirklich einmal komplett rumjumpen? Ah, den Hebel muss ich umlegen. Erst muss ich den Gegner umlegen, dann muss ich den Hebel umlegen. Also, ja, wow, der hätte hier aber auch so dran vorbeigekommen. The chains on the pillars look useful. Ja, aber mit was denn? Jetzt erst. Cool! Direkt wieder von vorne anfangen. Aber so langsam werde ich mit der Steuerung vertrauen. Be able to climb up on the crane. This isn't going to be easy. Alter!
say, this statue must be the treasure Carter was searching for. Gucken wir auch sofort nach. Holy shit, Alter, das ballert echt rein, ne? Stillstand. Oder Blitz, warte mal. Erzeugt einen elektrisierenden Sturm, der Schaden verursacht. Wir müssen zuerst Stillstand freischalten. Machen wir das doch. I should take the statue to the doctor. It must have some kind of secret. The door's opened. I should be able to get out of here. Wir bleiben bei der Pumpe. I've been here before. Ja, vor 3 Minuten halt so. Und guck mal da. Ja, hier können wir, glaube ich, immer wieder unser normales... Ach, nee.
Alter. Wow, a room hidden behind the wall. Leute, ey. Was ein krass geiles Game, Alter. Oh mein Gott, Bock der Scheiß. Alter, ist das geil. Huh? What happened here? These corpses don't look like they were killed by those monsters. The blood on the ground looks fresh. Not much time has passed. Who are they? Why have these people been hanged here? I hope Wake's okay. Krass, Alter. Ey. Also jetzt mal ohne Scheiß, ne? Ich hab's mir ja schon geil vorgestellt, aber es ist halt ultra geil. Und das Ganze halt einfach von einer einzigen Person entwickelt. Ey, ich bin ultra gespannt auf Episode 2. Holy shit. Das wird so geil. Das wird so richtig geil. Krass, Leute. Gut. Ja, aber ich würde sagen, an der Stelle machen wir dann Feierabend. Das war Bright Memory. Bald geht dann weiter, also irgendwann bald geht es dann weiter mit Episode 2. Ich bin echt mega gespannt, mega hyped. Und wenn ihr Bock auf das Game habt, holt es euch einfach bei Steam. Ist gar nicht so teuer. Ja, ich glaube, 8 Euro habe ich bezahlt. Und es ist einfach wirklich jeden Cent wert. Auch Props nochmal an den jungen Herren, der das Ganze entwickelt hat. Der Typ ist einfach eine Ein-Mann-Armee. Holy shit. Gut, Leute. Lasst auf jeden Fall mal eure Gedanken. Aber vor allem auch diese Musik, Alter. Das ist ein richtig geiler Beat. Lasst mal eure Gedanken zu dem Game gerne in den Kommentaren da. Ob es Bock gemacht hat, zuzuschauen. Ob ihr schon aufgeregt seid auf Episode 2. Also, ich kann euch sagen, die Kämpfe, die waren brutal. Die waren richtig brutal, ey. Also, naja, egal. Auf jeden Fall, ich hatte mega Bock gehabt. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge, beim nächsten Let's Play, beim nächsten Stream, was auch immer. Bis dahin, haut rein. Cheerio.